Werden Sie wahrgenommen? Werden Sie gesehen? Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Birgit Zottmann. Ich bin Hypnosetherapeutin und Coach. Ja, und heute geht es wieder mal um eine Klientin, die zu mir gekommen ist. Ja, ich fand es erstmal sehr merkwürdig. Sie wird nämlich nicht gesehen. Sie wird nicht wahrgenommen. Sie sagt zu mir, Frau Zottmann, wenn ich in einen Raum reintrete, ja, dann habe ich das Gefühl, keiner nimmt mich wahr. Geht es Ihnen auch so? Wann werden Sie wahrgenommen? Das ist ja oft auch ein Gefühl. Ich werde wahrgenommen, ich werde beachtet. Und diese Klientin, die wurde von keinem beachtet. Auch nicht von ihrem Freund, der über sie hinweg entschieden hat. Auf der Arbeitsstelle, wo sie sich immer in den Hintergrund gedrückt gefühlt hat. Wann werden Sie gesehen? Diese Frau hat sich selbst schon nicht gesehen. Und wenn wir gesehen werden wollen, dann finde ich, es ist notwendig, dass wir uns erstmal sehen. Wer sind Sie? Wer bin ich? Dass ich sichtbar bin. Lassen Sie diesen Satz mal einen Augenblick auf sich wirken. Wer bin ich? Und was ist zu tun, damit ich gesehen werde? Darf ich mich in den Mittelpunkt stellen? Was passiert dann? Was ist, wenn ich eine Haltung zu mir entwickle? An eine Haltung, die auch körperlich da ist, nämlich indem ich gerade stehe. Ich war letztens in einem Museum und da hat mich das sehr beeindruckt, eine Frau, die so eine ganz stolze, gerade Haltung gehabt hat. Sie ist aufgefallen dadurch. Ich habe eine Haltung zu mir. Was kann man einüben? Und das war das Erste, was ich dieser Klientin gesagt habe. Wie verhalten Sie sich gegenüber? Wie wichtig sind Sie sich selber? Wie schauen Sie auf Ihre Bedürfnisse? Werden die alle weggewischt? Was tun Sie für sich selber, dass es Ihnen gut geht? Und es geht nicht um noch ein Eis zu essen, zu viel zu machen, sondern die Verantwortung für mich zu übernehmen. Was tut mir gut? Wer bin ich? Wie kann ich Schranken setzen? Ich werde sichtbar für mich. Menschen merken oft nicht, dass sie anderen Menschen nicht in die Augen schauen. Schauen Sie Ihrem Gesprächspartner immer in die Augen? Das ist ein Zeichen von, ja, oft fehlendem Selbstbewusstsein, aber auch, ich will nicht gesehen werden. Ich stecke mich in den Hintergrund. Dieses Gesehenwerden hat auch oft was mit Bescheidenheit zu tun, so in uns zu gucken. Ich bin die Frau, die bescheiden ist. Wann werden wir gesehen, wenn wir uns sehen? Wenn wir Bedürfnisse äußern können? Wenn wir in den Raum reintreten mit dem Gefühl, es ist wichtig, dass ich da bin. Das heißt nicht, dass ich alles um mich drehen muss. Und ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass Egozentriker besonders nett sind oder es erstrebenswert ist, ein Egozentriker zu sein. Aber ich gebe mir das Recht, da zu sein und wahrgenommen zu werden. Und das fehlt manchen Menschen. In einem erheblichen Maße.
Und wie alles kann man etwas gar nicht haben oder zu viel. Und dieses zu viel ist wirklich die Egozentrik. Und das zu wenig ist, naja, das Leiden. Ich werde überhaupt nicht beachtet. Es ist ganz gleich, ob ich nun da bin oder nicht. Und wie bei fast allen Sachen spielt auch hier das Maß eine Rolle. Ich werde gesehen und ich bin wichtig, ohne für alle Menschen das Wichtigste sein zu müssen. Ich nehme mich wahr und ich darf sein. Ich darf etwas fordern. Fordern Sie auch etwas ein? Dass sich Menschen Zeit für sie nehmen. Dass es selbstverständlich ist, dass sie sich zu anderen Menschen, wenn sie zum Beispiel in einer Gruppe hingehen, auch mit denen unterhalten können. Dass ihre Meinung wichtig ist und auch gehört werden darf. Wer sind Sie, wenn Sie in einer Gruppe sind, auf einer Party sind? Es gibt introvertierte Menschen, denen fällt das ja eher schwer oder sie machen es auf eine andere Art und Weise, dieses gesehen werden wollen. Introvertiert heißt nicht, dass man nur im Hintergrund ist. Deswegen kann man bestimmt sein und introvertiert. Extrovertierten Menschen fällt es leichter, sich in den Vordergrund zu stellen. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, ich bin auf der Welt, sich zu zeigen, eine Haltung zu mir zu haben, die auch andere dann wahrnehmen. Probieren Sie es mal aus. Eine Haltung zu sich zu haben, Menschen in die Augen zu schauen. Und auch wenn sie sehr introvertiert und sehr sensibel sind, etwas wollen zu dürfen, es durchzusetzen, mit ihrer ruhigen Stimme vielleicht, mit ihrem Temperament, das vielleicht sehr ruhig ist und bestimmt. Es ist nicht einfach, dies zu verändern, ja, und es bedarf der Übung, deswegen gehen Sie raus. Beobachten Sie sich ein wenig dabei. Wann werde ich gesehen? Will ich immer gesehen werden? Ich ganz bestimmt nicht. Und es gibt Augenblicke, da ziehe ich mich in den Hintergrund, da will ich nicht an vorderster Front stehen. Aber ich möchte wahrgenommen werden von den Menschen, mit dem ich bin. Ich muss nicht der Mittelpunkt sein, aber wahrgenommen werden wollen wir alle. Und ich finde, wir haben alle das Recht dazu, auch wahrgenommen zu werden. Üben Sie es, probieren Sie es aus, fragen Sie sich selber, zu welchem Maß Sie wahrgenommen werden wollen, in welcher Situation. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg damit, gutes Gelingen. Alles Liebe, alles Gute und bis zur nächsten Woche. Tschüss.